mein Vater hat mich hergestellt. Aus dem schönsten Schrott der Welt. Ich kenne weder Angst noch Schmerz, denn ich hab ein Eisenherz. Er kommt aus seinem Feuerstuhl bei Hagelsturm und Frost. Tja, so bin ich der Ritter Rost. Ausgemistet werden. Potz, Wellenblech und Stacheldraht. Das ist auf der ganzen Welt so. Und natürlich auch auf der eisernen Burg des Ritter Rost. Potz, Wellendraht und Stachelblech, behauptete jedenfalls das Burgfräulein Bö. Potz, Stachelblitz und Wellenblöd, was mache ich hier eigentlich? Und warum soll ausgerechnet ich diesen blöden Dachboden aufräumen? Ungerecht. Kann das Bö denn nicht selber machen? Oder Koks, unser Hausdrache? Aber nein, dann heißt es gleich wieder, ich kann ruhig auch mal was tun. Und das, obwohl es gerade mal gut 2 Wochen her ist, dass ich den Müll beinahe fast ganz rausgetragen habe. Oder 3 oder 4, was weiß ich. Dabei kann das Bö gar nicht sagen, denn sie war vor 100 Jahren noch überhaupt nicht auf der Welt. Ich muss es schließlich wissen, denn ich war es auch nicht. Aber Koks, der weiß es natürlich ganz genau. Selber machen will er es aber trotzdem nicht. Er sagt, er sei ja erst zarte 10 Millionen Jahre alt und folglich bloß ein Drachenkind und Kinderarbeit sei verboten. Und was ist mit Männerarbeit? Ruhe da! Ruhe, habe ich gesagt. Nanu? Das kommt von diesem alten Schrank. Oder besser gesagt, von dahinter. Momentchen. Nanu? Danke sehr, mein Retter. Du hast mich befreit. Ach so, habe ich das? 100 Jahre habe ich geschlafen. Und dann, als ich aufwachte, war dieser Schrank direkt vor meiner Nase. Dann habe ich nochmal 100 Jahre um Hilfe gerufen. Und hier bin ich also nun. Die haben mich glatt übersehen, als sie den Schrank hier abgestellt haben. Frechheit! Aber, na gut, man kann ihm schlecht einen Vorwurf machen, denn es ist ja auch sehr dunkel hier. Wie? Von wem redest du? Von Radebert Rost und den Seinen. Radebert Rost, genannt der Güldene? Das ist einer meiner Vorfahren, denn ich bin der Ritter Rost. Der war aber gar nicht nett zu mir, dieser Radebert. Ich musste ihm 1000 Wünsche erfüllen, bis ich vor Erschöpfung einschlief. Aber so ist die Welt nun einmal. Undankbar und ungerecht. Vor allem mir gegenüber. Wer bist du denn? Ich bin eine gute Fee. Löckchen ist mein Name. Ich zaubere nur Gutes. Zaubern kannst du? Glaube ich nicht. Doch, natürlich kann ich zaubern. Und warum hast du dich dann nicht selber unter dem Schrank freigezaubert? Weil das gegen die Vorschrift ist. Gute Feen dürfen sowas nicht. Hier, in meinem Handbüchlein steht es schwarz auf weiß. Handbuch der Verhaltensweisen für die gute Fee. Seite 479, Abschnitt 2-A. Eine wahrhaft gute Fee setzt ihre Zauberkraft nie und nimmer zu ihrem eigenen Vorteil ein. Denn stets ist sie einzig und allein aufs Wohl der anderen bedacht. Wie? Was? Du hättest dich also auch per Zauberei von diesem Schrank befreien können und hast es trotzdem nicht gemacht? Ich nehme meinen Beruf eben ernst. Verstehe ich trotzdem nicht. Statt dich selber zu befreien, bist du lieber eine Ewigkeit hinaus. Ich weiß nämlich auch schon, was ich mir wünsche. Ich kannte mal eine Hexe, die hat mich komplett golden gehext. Aber leider war es nur Blattgold, das hat sich schnell abgenutzt. Dabei fand ich es so schmuck. Also, ich möchte wieder golden sein. Und zwar für immer. Ritter Rost, der Güldene. Gold? Gold verdirbt nur den Charakter. Das ist kein guter Wunsch. Ich finde ihn ausgezeichnet. Nein, einen ausgezeichneten Wunsch wünscht man stets einem anderen, aber doch niemals sich selbst. Steht das auch in diesem Handbuch? Sagen wir so. Es ist meine persönliche Meinung, die auf dem Buche gründet. Der gute Mann denkt an sich selbst zuletzt und die gute Fee noch mehr.
Nö, so fangen wir hier gar nicht erst an. Ich will golden sein und basta. Dafür habe ich dich ja schließlich auch befreit. Erst die Arbeit, dann die Belohnung. Aber du könntest dir doch auch was anderes wünschen. Dass die Menschen in diesem Lande heute den ganzen Tag über fröhlich sind. Oder dass alle kleinen Kinderchen einen Kita-Platz bekommen. Solche Dinge. Nix da. Ich wünsch mir, was ich mir wünsche. Und das soll jetzt gefälligst auch passieren. Aber... Keine Widerrede. Potz, Wellenblech und Stacheldraht. Erster Wunsch, jetzt werde ich Gold gezaubert. Und zwar Dalli. Also gut, es sind ja dann noch zwei Wünsche frei. Wo ist denn mein Zauberstab? Ah, da. Abracadabra, Laber und Rhabarbera, alles sei aus reinem Gold. Ritter Rost hat's so gewollt. Oh, vielen Dank. Und so hübsch. Ich bin golden über und über. Wie findest du das? Oh, entsetzlich. Aber das Burgfräulein Bö wird Augen machen. Bleibt es ja doch nur wieder an mir hängen. Oh, das ist doch mal sinnvoll. Gute Feen sind immer sehr auf Reinlichkeit erpicht. Ritter Röste aber nicht. Jedenfalls verschwende ich keinen zweiten Wunsch für so einen Quatsch. Nee, ich weiß schon. Ich kriege eine neue Kutsche. So eine extra lange, wie drei aneinander geklebt. Mit eingebautem Fernseher. Was? Und mit Minibar, ja. Ich will eine feuerfeste Minibar, wo man Petroleum-Drachendrinks drin aufbewahren kann. Genau, mit Minibar. Rösti, das ist ein absolut lächerlicher Wunsch. Nö, gar nicht. Meine Ritterkollegen werden ganz schön gucken, wenn ich damit vorgefahren komme. Nicht mal König Bleifuß hat so ein Teil. Und mit Navigationskonsole. Das muss auch noch rein. Ja. Wie meinst du das? Die Kutsche soll eine Navigationskonsole haben, auf der ich beim rumkutschiert werden Computerspiele zocken kann. Also, du Lockentante, du hörst es. Wir wollen... Eine super lange Märchenkutsche mit Minibar, Plasmaglotze, Zockerkonsole und allem Zip und Zap, den der Katalog in den nächsten 10 Jahren noch so hergibt. Und jetzt mach hinne, denn ich habe noch viel mehr Wünsche. Rösti, ich glaube, ich muss dir jetzt mal ganz deutlich... Dich hat keiner gefragt, Bö. Das ist meine Fee. Und wir machen das unter uns aus. Also los, sonst suche ich mir die Telefonnummer der Feenvermittlung raus und sage, du wärst in Wahrheit gar keine gute Fee, sondern eine faule Böse. Rufen Sie die örtliche Feevermittlung kostenlos an unter 1234567. Ach du Lieber, na gut, es ist ja bloß der zweite Wunsch. Der dritte wird bestimmt besser. Abracadabra. Lava und Rhabarbera, die Ri, die Ra, die Rutsche, der Ritter kriegt die Kutsche. Ha, wer sagt's denn?